RE 45 67 89, es ist 12 Uhr. Zugpferd ist die Baureihe 101, 405,5 Tonnen, schwer 8 Wagen und 202,2 Meter lang. Auf der Strecke Augsburg Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train SimWorld, reite Danny Spitters. Wir werden heute mal einen besonderen Zug fahren, und zwar, das werde ich euch gleich zeigen. Müssen jetzt hier erstmal den Richtungsschalter einstecken und die Türen entriegeln. Dann müssen wir Zuglichter einschalten. Das haben wir soweit an. Wir müssen den Bremsschlüssel aufsperren. Natürlich müssen wir noch die Zugsicherungssysteme einschalten. Siva ein, PZB ein, LZB ein. So, dann können wir hier noch schauen, ob wir die. Genau, das müssen wir noch auf Spitzensignale stellen. So, dann setzen wir uns wieder hin. Müssen noch die AFB einschalten. Zu viel, da ist es. AFB, So. AFB, AFB. Sollen können schon wieder derweil die. Ach, falsch. Die Türen verriegeln. Können derweil die AFB auf 40 setzen. So, und dann in 1,7 Kilometer haben wir schon wieder Halt. Ihr seht jetzt, was ich hier für einen Zug habe. Und zwar den München-Nürnberg-Express. Zumindest ist Teile davon. Ich würde sagen, wir starten. Auf geht's. Erste Station: Augsburg-Hauenstädter Straße. Können uns befreien. Können uns dann schon mal auf 60 begeben. Und da fährt unser Münix, so heißt er ja, ab in Richtung Augsburg-Hornstädter Straße. Wunderbar. Schneller als 45 fahren, dann lassen wir das auch. Nach wie vor unter 1000 Hertz Beeinflussung. Ihr seht, wir haben auch keine feste Ankunftszeit. Zumindest noch nicht. Wir brauchen hier also jetzt nicht großartig Leistung aufzuschalten. So, das dürfen wir 85 nicht überschreiten. Aber das wollen wir ja sowieso nicht. So, das können wir uns auch befreien. Wunderbar. Und dann fahren wir ganz geschmeidig zu unserer ersten Station. So, ich könnte jetzt auf 100 aufschalten, macht aber glaube ich nicht viel Sinn, weil wir jetzt eh stoppen. Natürlich noch die Siefer drücken und hier erstmal anhalten. Mit unserem Minix. Wunderbar. Da wären wir.
Augsburg, Augsburg-Hornstädter Straße, München Hauptbahnhof. Warum öffnet er die Tür nicht? Jetzt. Hat er vorhin nicht wahrgenommen. Ah, okay. Kann passieren. Hinten dran natürlich unsere IC-Wagen. Wunderschön. Wunderschön. Bei bestem Wetter. Können aber auch mittlerweile schon mal hier die AfB hochknallen. So. Hier verriegeln die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Lösen die Bremsen. Und fahren 26 Kilometer nach Mammendorf. Wunderschön. Wunderschön. Ach, falscher Knopf. Nächste Station, Mammendorf. Drei Halte haben wir insgesamt. Nach Mammendorf kämen dann noch Pasing und dann schließlich München Hauptbahnhof. Und gleich 130. Dann wollen wir das mal nicht überschreiten. So, gleich 160. Da haben wir schon.
war schön. Ihr wisst ja, der Münix bzw. der München-Nürnberg-Express ist der einzige RE, der bis zu 200 Stundenkilometer fahren darf. Der schnellste RE Deutschlands. Ich habe mal gespannt, ob wir auch noch 200 fahren dürfen. Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Wunderschöne Gegend hier. Richtig schön. Ich kann mal kurz auf den Plan schauen. Also Mammendorf, München, Pasing und München Hauptbahnhof kommt noch. Wie gesagt, 200 ist jetzt noch nicht unbedingt in Sichtweite. Also, ob wir die noch fahren werden, keine Ahnung. Das ist hier auf jeden Fall die originale Augsburg-Strecke, also mit der Mauer. So, was kommt da? Sieht nach einem RE aus. Ja. Ich glaube, die ICEs, die Fernzüge, fahren dann links auf den beiden Gleisen, also hin und zurück. Die Nahverkehrszüge. Ja, da kaum spreche ich davon, fährt da schon einer. Ganz genau so läuft es ab, ja. Also die Fernverkehrszüge fahren links und wir als Regionalverkehr fahren hier rechts auf den beiden Gleisen.
So, keine 10 Kilometer mehr. Dann sind wir schon in Mammendorf. Mit unserem München-Nürnberg-Express. Der aber, so viel ich weiß, jetzt auch nicht mehr unbedingt von der 101 gezogen wird. Ich glaube, da sind auch schon andere Loks für vorgesehen. Wenn ich mich nicht täusche, ihr könnt mich gerne korrigieren. Aber ich meine, dafür sind schon andere Lokomotiven vorgesehen, dass da jetzt nicht mehr unbedingt die 101 vorgespannt werden. Ist auf jeden Fall meine Meinung oder meine Info. Könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich da falsch liegen sollte. So, hier sind wieder ist wieder diese Abtrennungsmauer zwischen Fern- und Nahverkehr. Ihr seht es hier, Nahverkehr hat hier die Bahnsteige, Fernverkehr hat keinen Bahnsteig, fährt durch. Also daran kann man es eigentlich auch immer ganz gut sehen, auf welcher Seite welcher Verkehr fährt. So, 80 voll angekündigt, 3, irgendwas Kilometer. Oh, noch ein bisschen Zeit für. So, dann muss man langsam aber sicher hier den Weg dahin. Weil das geht ja sonst doch immer sehr schnell. Plötzlich sind die 3 Kilometer um und man hat nicht aufgepasst und hängt dann zack in der PZB-Zwangse. Das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Da wir sowieso keine feste Zeit haben, können wir hier ruhig mal ein bisschen früher anfangen zu bremsen. Sonst müssen wir sowieso quittieren. Langsam sie auf 85, das haben wir getan. Sind voll im Soll, würde ich sagen. Ja, können es befreien. Wieder was zu quittieren. Erneut 80. Das haben wir ja schon lange erreicht. SIFA, nimm die Leistung weg. Den hier schon mal ein bisschen auf die Bremse. Da sind wir schon in Mammendorf, wo zwei Quietschis auf uns warten. So, einer hat schon Ausfahrt. Wird wahrscheinlich darauf gewartet, dass wir hier an dem Bahnsteig fahren. Türfreigabe.
So, diesmal haben sie aber geöffnet. So, da wären wir. In Mammendorf. Wunderschön. Wunderschön. RegioDB. Das sind ja im Prinzip umlackierte IC-Wagen. Mehr ist das im Prinzip nicht. So, nächste Station, München-Pasing. So, nach wie vor 80, weil wir natürlich Gleiswechsel haben hier. So. Gleiswechsel vollzogen, jetzt müssen wir aufschalten. Oh, schaut euch das an, bitte. Das möchte ich gerne von drin erleben. Was jetzt passiert? Wie geil ist das denn? Bitte, eine ICE-Überholung. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Mega geil. Also es wird euch hier alles geboten, was es gibt. Genial. Also. Absolut mega. Absolut genial. ICE 3 überholt München-Nürnberg Express. Wahnsinn. Das ist natürlich schon über alle Berge, ist klar. Wird mit Sicherheit 100 Stundenkilometer schneller, mit Sicherheit. Fällt gerade auf, ich habe Fernlicht an, das ist ja nun wirklich nicht nötig. So. Das fahren wir auch noch in den Tunnel rein. Wie geil ist das denn? Ich dachte für einen kurzen Moment, da steht ein anderer Zug. Aber das sah nur so aus.
Für einen ganz kurzen Moment. So, gleich 120. Wir haben gelb. Oder was war das jetzt? Sah aus wie gelb, oder war? Vertue ich mich jetzt komplett? Warum zeigt ihr dann kein gelb an? Aber wir sollten jetzt mal hier bremsen. Das ist doch rot, oder vertue ich mich jetzt? Was soll denn der Scheiß? Hä, was geht denn jetzt ab hier? Es ist wieder grün. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch hier. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt haben wir gleich 80. War doch rot, oder bin ich jetzt komplett? Pick hier nicht mehr durch. Was ist das schon wieder für ein Teufelsszenario? In welchem Geisterszenario bin ich denn jetzt schon wieder gefangen? Da war doch rot vorhin. Bin voll über rot gejumpt. Sollte man wieder schneller fahren, oder? 200. Aha. Sind wir wahrscheinlich LZB aufgenommen? Oh, was ist denn hier los? Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr auch ein rotes Signal wahrgenommen habt, über das wir gefahren sind. Erst kam zweimal gelb und dann kam rot. Wir sind da drüber gefahren, es ist nichts passiert. Es wurde kein Rot angezeigt oben rechts. Was ist hier los? Sagt es mir bitte. Jetzt ab. Jetzt ist die LZB zu Ende. Ah. Zugbeeinflussung. Mal die AFB zurücksetzen. Gleich 160. Ich blick hier nicht mehr durch. Oh, was ist jetzt los? Haben wir Zwangs oder was ist jetzt hier los? Was geht denn jetzt ab hier?
Ich blick nicht mehr durch. Sorry. Was ist das wieder für ein Szenario hier? Alter Schwede, was geht denn jetzt ab? Das war doch keine Zwangse, oder was war das? Noch 4,8 bis München-Pasing. Puh. Das ist schon wieder so ein Szenario, wisst ihr, das ist, boah, alter Schwede. Was sein Kreis das da? Verlangsamen Sie. Gib Gas. Ach. Natürlich. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Ganz ruhig. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Das ist ja gut. Zugbeeinflussung. Mann. Ich war doch schon am Abbremsen. Naja, das ist wieder ein Geisterszenario. Ich sage euch das. Das ist wieder vollkommen außer Kontrolle geraten hier. Nein, jetzt setz dich doch hin. Zwangsbremsung. Türfreigabe.
Meine Güte, ne. Wenn eins zum anderen kommt, ne, dann drückt man die falsche Taste, dann reagiert die Siefer nicht mehr. Oh, Leute, 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 es ist... Ich verhängst manchmal, wirklich. Sorry, aber, boah, das war keine Absicht. Die Fahrgäste müssen ja sonst was denken hier. Mann, 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 Mann. Was eine Irrfahrt. Sorry, das war so nicht geplant. Absolut nicht. So, jetzt gleich, wenn wir nach München fahren, Zug leer, alle ausgestiegen. Ne, mit dem fahre ich nicht mehr mit, der ist ja wahnsinnig, das ist ja, ne, da warte ich auf den nächsten. Der Zug ist ja wahnsinnig, ne, wir steigen alle aus, ne, da tue ich mir nicht mehr an. Was eine Wahnsinnsfahrt. So, 7 Kilometer bis München. Hauptsache, die bestimmen wir jetzt noch heute. Zugbeeinflussung. So, schauen wir mal, ob wir jetzt ohne Probleme in München ankommen. Gleich ist 90. Gehen wir da einfach schon mal hin. Das ist sowieso nichts aus jetzt. Na, 60 ist in 3,5 Kilometern. Auch egal.
Das sollten wir aber diesmal schaffen. Gelbes Vorsignal. Zugbeeinflussung. Das heißt, wir haben vor der Einfahrt in München noch Rot. Das darf doch nicht wahr sein. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Ganz ehrlich. Manchmal blicke ich bei dem System nicht durch. Sorry, aber das mit dem 500 Hertz Magnet, da habe ich irgendwie nicht drauf. So, fahren wir noch ein bisschen näher ran ans rote Signal. Dann schauen wir mal, was passiert hier. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, ist ja gut. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Meine Güte. Sorry, aber das ist doch Kacke. So, dann schauen wir mal, was überhaupt jetzt Phase ist. Unser Gleis besetzt. Das sind noch 2,5 Kilometer bis da. Auch rot. Ich will wissen, warum wir jetzt rot haben.
Da hinten müssen wir halten. So, unser Gleis ist doch eigentlich frei. Oder liegt es an dem, dass wir so... Das könnte natürlich sein, dass der hier das Problem ist. Dass wir hier praktisch auf dem Gleis hier Einfahrt haben. Das würde natürlich nicht passen. Das heißt, der müsste erstmal ausfahren, damit wir überhaupt Weiterfahrt haben. Hört sich aber danach an, als ob der jetzt abfährt. Warte mal, wir haben doch bestimmt hier Zugzielanzeiger. Schauen wir doch mal nach. Da hat natürlich nichts draufstehen. Das ist jetzt doof. Ja, fahr doch ab, Kollege. Du darfst doch. Du hast Ausfahrgenehmigung. Das ist der ICE, der vor Rot steht. Da ist der IC. Weil der steht voll auf unserem Fahrweg. Wir müssen nämlich hier. Ja, da ist das Problem. Stück näher fahren, vielleicht tut sich dann was.
Nee, noch steht er. Wer weiß wie lange. Wer weiß wie lange auch. Vielleicht auch wieder so ein kleiner Bug. Ich versuche das jetzt mal abzuspeichern. Und vielleicht geht es ja danach weiter. Bis gleich, Leute. So, da wären wir wieder. Können wir direkt schauen, ob wir jetzt sich jetzt was tut hier. Also ICE steht immer noch. Der steht auch noch. Also scheint sich irgendwie nicht wirklich was zu tun. Zugbeeinflussung. Das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder scheiße. Sowas hasse ich doch. Also das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Bevor ich jetzt hier noch lange rumwarte, würde ich sagen, beende das Szenario einfach hier. Weil, ihr seht selber, es geht nicht voran hier. Ich könnte jetzt über Rot fahren. Und dann hat sich die Kiste. Zugbeeinflussung. Fahren nun nicht mal mehr los. Jetzt gleich vorbei sein. Seht das? Das war das hübsche Szenario. Könnten das Szenario jetzt noch wiederholen, macht aber glaube ich nicht viel Sinn. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja, bleibt sauber, bleibt mir treu, habt noch einen schönen Rest zweiten Weihnachtstag. Schade, dass ich das Szenario nicht zu Ende fahren konnte, aber ihr habt es gesehen, da war wahrscheinlich ein Bug am Werk. Ja, kann man nichts machen, kann man sich nur wundern. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal, euer The Danny Spieters in einem neuen Video von Train Sim World 3. Macht's gut, bis dahin, ciao, servus und tschüss.